So, hallo, die letzte Aufnahme war synchron. Ich hoffe, diese ist es somit auch. Wir machen weiter beim Super Mario Maker 2, jetzt auch mit schönerem Fernsehbildschirm für mich zum besser hingucken. Und ansonsten, ja, für euch ändert sich natürlich nichts. Bis auf. Ah, jetzt. Okay. Ich wollte schon sagen, gerade. Hä? Alles gut. Wir machen weiter. Oh, es sieht wunderschön aus. Es sieht wunderschön aus. So, aber wie gesagt, für euch ändert sich nichts. Es war einfach nur mein Ding. Wir sind bei dem Level Bullies on Ice von Marzi. Und ja, spielen das jetzt. Da ist der Bulli und hier ist das Eis. Tschüss. Erstmal den Bulli-Bulli. So gehört sich das. Der Bullis Bullien. Tschüss. Leben. Leben! So. Na, das sind schöne Levels zum Durchlaufen. Keine Schwierigkeit dabei. Aber schön designt. Na, das muss man schon sagen. Sehr schön designt. Zack. Oh, ist da wieder so ein, ich glaube, es hat letztes Mal nicht funktioniert, weil ich den zu nah an der Röhre dagegen geworfen habe. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn man den nur hinlegt oder keine Ahnung. Aber was habe ich jetzt überhaupt ausgelöst mit dem? Yay. Leben oder Katze? Ah, es ist ein cooles Level. Es macht einfach Spaß, durchzulaufen. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, oh mein Gott. Wie schwierig. Aber es macht einfach. Huch! Jetzt bin ich wieder unten. Ah, es macht einfach Spaß, wenn die Stimme auch da ist, durchzulaufen. Ah, einfach mal was Entspanntes spielen ist doch auch schön. Oh, kommt bald genug wieder der Stress. Einfach mal entspannte Level. Ich denke, das von. Ah, da ist meine Katze. Ich denke, das von Ravaros wird dann stressig genug. Aber wir werden es sehen. Das kriegen wir aber auch in dem Part noch runter, auf jeden Fall. Moment, gehe ich jetzt hier wieder runter oder gehe ich weiter hoch? Ich gehe weiter hoch, denke ich. Da irgendwo. Ja. Ich muss einmal weg. Und dann geht's hier weiter hoch. Jawollo. Und da kommt ein großer Schneeball raus. Von dem lassen wir uns aber gar nicht berühren. Und da ist meine Katze weg. No! Habe ich das Sequel wieder verpasst. Yo! Wait, ich habe das Sequel nicht verpasst. Ich hole mir das Sequel. Du gehst mit. Du kommst mit. Nein, du kommst mit. Abflug. Komm her. Oh nein, der kommt nicht hier rüber. Oh no. Kann der Kleine auch kaputt machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah. Ja, ich kann ihn leider nicht mitnehmen. Mist. Kann ich ihn neu spawnen lassen? Ah, das nützt ja auch nichts, da geht er nicht hier rüber. Käse. Kannst du das kaputt machen, ist die Frage. Oder kann es nur der Große? Komm, komm mal mit. So. Guck mal, kannst du das kaputt machen hier? Mach mal kaputt. Yes! Die Münze war's wert. Na, es ging ja um die, um das Wie rankommen, ne? Das war ja schon Belohnung genug, dass man rausgefunden hat, wie das funktioniert. Huch. Ach, nicht schon wieder runtersegeln.
Ich sterbe noch an der Zeit, wenn ich mich hier so aufhalte. Aber es ist einfach echt ein cooles Level. Ne? Es ist einfach schön zum Rumlaufen. Also sehr angenehm zu spielen. Sehr angenehm zu spielen. Ah, das ist schon kaputt. Okay. Tschüss. Und hier kommt das Ziel. Yay! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ein Level von Marcy haben wir noch. Nämlich Rainbows and Balloons. Take a balloon and fly or jump. Und ich habe es nicht mehr richtig gelesen. Sehr gut. Dann gibt es hier wahrscheinlich gleich den Ballon. Gibt es hier wahrscheinlich gleich den Ballon. Jawohl. Dann fliegen wir einmal. Ganz ohne Zeitstress diesmal. Yay. Oha. Ohne Zeitstress, aber getroffen werden wollen wir nicht. Okay. Gut, wenn ich jetzt getroffen werde, kann ich zumindest versuchen, auf den Dingern zu landen. Aber das wäre schon eine Challenge. Hier ohne Ballon hoch wäre schon eine Challenge, ne? Ja, jetzt brauchen wir den Ballon theoretisch nicht mehr, aber der hilft uns jetzt schon einiges. Hier zu vereinfachen. Aber wir brauchen ihn doch noch. Was wäre, wenn ich jetzt getroffen werde? Kriege ich irgendwo 9 wahrscheinlich. Ich mache die Blöcke zwar noch nicht auf, weil für den Fall, dass wir getroffen werden und wir einen neuen Ballon brauchen, lasse ich die noch zu. Ich bin nämlich schlau. Mist. Okay, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Da muss es einen Alternativweg geben. Ah. Ah, ich verstehe. Wenn man den Ballon verliert, gibt es Alternativwege. Okay, das ist cool. Oder es gibt auch wieder einen Ballon. Ach, der ist für die Münze gewesen. Ach, Mist. Aber wir haben uns die Münze freigespielt. Oh mein Gott. Ich werde den Sprung doch schaffen. Dankeschön. Hui. Auch ein schönes Level. So, ich muss kurz einen Schluck trinken. Meine Stimme versagt. Das ist natürlich auch nicht so gut. Ein Schluck kurz, Moment. So. Sehr schön. Uff. Und ein bisschen zurechtrücken hier das Headset wieder. Und weiter im Programm. Mach mir erst das und dann das von Devory. Ich denke ja, ne? Das ist, glaube ich, die bessere Reihenfolge, weil das hier wird ein bisschen länger dauern. Wenn überhaupt. Oh, 0,79. Vielleicht schaffen wir es auch gar nicht. The P-Switch is not your friend. Also kein P-Switch drücken. Vielleicht. Ist gleich bad. Wow. So, was passiert, wenn wir den drücken?
Moment, ich muss den ja drücken, um da hochzukommen. Ja, ich muss ja hier durch mit dem Peace-Hitch. What? Ich dachte, ich darf den nicht drücken. Oh, super. Ah, okay. Also so bad ist Pi dann auch nicht. Ich muss ja Pi drücken einmal. Und dann schnell hier durch. Was eine Punktlandung. Jetzt aber. So. Jetzt ist die Frage, kann ich mir den holen? Nee. Wahrscheinlich nicht. So, und jetzt wollen wir den nicht mehr drücken, ja? Oh oh. Ich sehe das Problem, ja. Kriege ich das jetzt überhaupt noch hin? Oh, jetzt hat er es auch kaputt. Ups. Okay, nochmal. Das lief nicht so gut. Wow, oh, what? Versteckte Blöcke? Nee, ist einfach nur... Okay. Ah ja, okay. Oh je. Ich muss direkt durchrennen, dann schaffe ich es vom Timing her viel besser mit der Stachelkugel. Jetzt ist kein Thema mehr. Jetzt kann ich einfach durch. Aber ich hätte gern die Shell. Ich komme halt nicht ran, ne? Bist du denn nicht in SMB? Wo man von der Seite was nehmen kann. Ach so! Ich laufe hier einfach auf der drauf. Ah, ja. Ich habe eh keine Chance, an die ranzukommen. Okay. So. Also, wir wollen den nicht drücken. Und wir wollen, glaube ich, ja möglichst schnell durchkommen. Gut. Gut, gut, gut. Alles gut. Jetzt können die mich mal. Aber warum? Ich wollte gerade sagen, warum ist es jetzt schlimm, den zum Beispiel zu drücken? Ging das gerade... Ich habe doch gerade schon da gestanden und da ging's gut. Mist. Ich dachte, das funktioniert jetzt auch wieder. Stellt sich raus. Funktioniert nicht. Okay. Hat mich der P-Switch verdrückt? Ich wollte ihn in die Hand nehmen. Och, Mensch. Ich wollte nicht vom P-Switch zerdrückt werden. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Okay, man kann die so nicht in die Hand nehmen. Gut, gut, good to know. Good to know. So. Okay, ich kann einfach auch nur dagegen springen. Das ist
ist ja auch interessant. So, jetzt haben wir's. Jetzt kann ja nichts mehr passieren. Okay. Okay, hier ist jetzt klar, dass ich den nicht drücken darf. Hier ist es jetzt klar. Aber gerade eben wäre es noch im Rahmen gewesen. Das ist jetzt nicht so gut. Oh. Oh, okay, man fällt am Ende auch nochmal runter. Okay, ich glaube, jetzt sind wir im schwierigen Abschnitt des Levels gelandet. Aber jetzt darf ich es wirklich nicht drücken. Also jetzt ist es auch nicht mal so versehentlich oder so. Jetzt ist es einfach Mist, wenn ich ihn drücke. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ja, sehr gut, sehr gut. Der ist aus der Gefahrenzone. So. Den kann ich hier auch gleich aus der Gefahrenzone nehmen. Wenn er zurückkommt. Sehr gut. Die nämlich direkt am Rand kommen, die kann ich einfach entschärfen. Wie eine Bombe. So. Easy. Easy. Nice. Den Raum haben wir direkt abgeschlossen, einfach so. Okay, hier ist auch klar, dass ich nicht drücken darf. Oh no. Oh no. Oh no. Der Sprung gerade lief schon so gut. Oh no. Oh yes. Oh yes! Oh yes! Oh mein Gott! We did it! We did it! Das lief besser als gedacht. Das hätte ich bei der Prozentzahl nicht erwartet. Puh! Puh! Nice! Entschuldigung. Na, also bei 0, hätte ich nicht erwartet, dass das so einfach ist. Okay. Vielleicht haben manche den Trick nicht rausgefunden, dass man den P-Switch an der Seite rausnehmen kann. Kann sein. Experience, run and jump while you listen to an original composition. Oh, nice, er hat wieder selber was geschrieben. Auf geht's. Sounds man mit Maker mittlerweile machen kann, ne? Mit den anderen, mit den neuen Sachen, die dazu gekommen sind, immer wilder, das Zeug, immer wilder. Es wird immer wilder. Klingt so gut, ne? Hab nicht aufgepasst. Dieser Synth-Sound oder was das ist, ne? Das klingt so genial.
Ach, hier rein, oder was? Ah. Ach, muss ich jetzt rückwärts laufen, oder was? Ach, da... Ach so. Da ist das Ziel. Das habe ich nicht gesehen. Ich war gerade total irritiert. So, wo ist es? Wo geht's weiter? Und da ging's nicht weiter, da ging's raus. Okay, cool. Dann haben wir alles Neue schon wieder gemacht, ne? Sehr schön. Dann muss ich mir überlegen, was wir im nächsten Part machen. Bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage Tschüss.